Heute verfilme ich mein erstes Unboxing-Video mit dem Handy, weil meine Hauptkamera, die ist ein bisschen zu wenig weitwinklig und ein bisschen schwer für die Hand. Und deswegen prüfen, ob Bild- und Tonqualität passt. Und von daher, jetzt Fanpost öffnen, Video Start kommt. Das ist ein Amazon-Wunschlisten-Mitbestellung. Und ein Geschenk von Olli und Moni. Alles Gute zum 30. Geburtstag. Lass es dir gut gehen und viel Spaß mit deinem neuen Tab. Von Olli und Moni. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr, das ist ein sehr hochwertiger Tab. Und weil, guck mal, mein alter Tab, den ich hatte, da ist ein Loch drin. Ich habe das versehentlich angebrannt, wo ich geschlafen habe. Und das hat mich richtig voll gespritzt. Da ist Regen durchgekommen. Es gibt noch ein Video im Schnitt, wo ein Zuschauer direkt unterm Loch gepennt hat. Und dann hat es in Strömen geregnet. Das hat richtig reingespritzt. Das hat ihn richtig nass gemacht. Ich bin sehr gespannt drauf, wie das aussieht, wenn ich das auspacke. Ich pack das mal einmal eben aus. Ich habe den Tarp ausgepackt, aber weil meine Wohnung zu klein ist, kann ich den nicht komplett auseinander machen. Aber das ist ein 3x3 Meter Tarp. Und was ich an dem Tarp richtig geil finde, der hat viel mehr diese Abspannelemente. Da kann ich auf jeden Fall viel mehr Aufbauvarianten machen. Und auch natürlich auch beschichtet. Und was richtig gut ist, es gibt auch hier Abspannelemente. Also das, was mein alter Tab überhaupt gar nicht hatte. Und damit kann ich auf jeden Fall richtig gut was anfangen. Und vor allem, das sollte auch ein sehr hochwertiges Ding sein, was preislich auch nicht ohne ist. Und genau, ein paar Heringe und Dings sind auch dabei. Also gut, die Heringe finde ich jetzt nicht so hochwertig, aber ich werde dann die Heringe von meinem alten Tab nutzen. Die sind auf jeden Fall hochwertiger. Aber trotzdem, das Ding ist auf jeden Fall ein geiles Teil. Es befinden sich noch ein paar mehr Videos im Schnitt, wo ich meinen alten Tab benutzt habe, aber wo ich dieses Fanpost-Öffnen-Video jetzt vorziehen tue. Aber ich werde morgen ein Video abfilmen, wo ich zum ersten Mal diesen Tab hier benutzen tue und wo ich das Video, was ich morgen abfilme, auch vor den ganzen anderen Videos vorziehen tue, da das eine höhere Priorität hat. Und genau, von daher, im nächsten Video werdet ihr sehen, wie ich diesen Tab zum ersten Mal benutzen tue. Besten Dank an Olli und Moni und diesen Gasgrill, den habe ich schon benutzt. Das Video befindet sich im Schnitt, aber wird zu einem späteren Zeitpunkt erst fertig geschnitten. So, das hier. Das ist auch eine Amazon-Wunschliste mit Bestellung. Und das hier, das ist ein gelber Sack, was ich noch nicht runtergebracht habe. Und ich habe das aus Versehen geöffnet, weil ich genau zu diesem Zeitpunkt etwas anderes bestellt habe, was irgendwie einen Tag später kam. Weil ich dachte, dass das hier die Bestellung ist, die ich persönlich bestellt habe. Aber das ist eine Amazon-Wunschliste mit Bestellung. Und genau. Ah, hier ist kein Zettel drin. Jawohl, eine Powerbank. Die kann ich auf jeden Fall sehr, sehr gut gebrauchen, weil guck mal, diese Powerbank, das ist meine alte, die funktioniert nicht mehr richtig. Also manchmal funktioniert die, aber manchmal spinnt die so ein bisschen. Die geht dann plötzlich nicht mehr an oder so oder ladet ganz plötzlich nicht mehr oder so. Aber was noch beschissener ist, und zwar diese Powerbank, die hat bis vor kurzem, bis zur letzten Tour, hat die astrein funktioniert. Aber seit der letzten Tour lädt die gar nicht mehr auf oder überhaupt nicht. Da ist irgendwas hier drin, was das Ganze hier beschädigt hat.
Und die ladet auch über. Die ist jetzt komplett kaputt sozusagen. Das ist widerlich, dass diese Powerbanks immer wieder kaputt gehen. Das ist für so eine richtige Vollfettwanderung auf jeden Fall extrem essentiell, diese Powerbank. Genau die richtigen Anschlüsse, super. Viele Grüße an Christina. Wir hatten geschrieben gehabt, du hattest erwähnt gehabt, dass du diese Powerbank mir mitbestellen wolltest. Und die ist auf jeden Fall essentiell, sehr gut brauchbar. Vielen Dank dafür. So, das hier, das ist das letzte Paket. Und hier muss ich beim Öffnen vorsichtig sein. Weil das hier, was hier vielleicht drin sein könnte, das könnte explodieren, das könnte meine ganze Wohnung in die Luft jagen. Deswegen muss ich das ganz vorsichtig aufmachen. Und zwar, hier ist mein Kochset drin. Das ist genau der Kochset, den ich vorgestellt habe vor kurzem bei meinem 48 Stunden Übernachtung im Fluss Video. Und zwar, das ist ein Paket von Helmut. Und bei der letzten Vollfettwanderung mit ihm, da hatten wir es am Ende etwas eilig gehabt und wir haben beide vergessen gehabt, dass dieser Kochset noch bei Ihnen in der im Rucksack drin lag. Und deswegen hat er mir dieses Kochset wieder zurückgeschickt. Genau, inklusive mein Brenner. Jetzt habe ich zwei Tabs. Dieser Tab ist vielleicht noch halb so groß, wie was mir Olli und Moni zugeschickt haben. Aber ich glaube, wenn man wirklich ultra leicht unterwegs sein will, dann ist das auf jeden Fall gut. Dann wird das so richtig benutzt. Und genau, guck mal, diese Dinger hier. Das sind diese Dinger, die hier in die Luft gehen könnten. Das sind diese komischen Gaskartuschen. Für meinen Gaskocher. Damit ich sowohl mein Gasgrill als auch diesen, wie heißt das Ding? Ich pack den mal kurz aus. Genau da kann ich diese Gasflaschen, die explodieren können, da dran schrauben, um damit dann zu kochen. Und hier sind so eine kleinen Teile, wo ich hier Öl und Salz und Pfeffer und Milch und Kondensmilch oder Kaffeepulver oder so etwas. Und ja, keine Ahnung. Alles Mögliche da reinmachen kann. Hierfür, ja, diese ganzen elementare Sachen zum Kochen überwiegend. Helmut, ich bedanke mich. Für das Paket, das wird auf jeden Fall so richtig benutzt. Ich habe hier einen Vollfettgrashüpfer gefunden. Dieser Grashüpfer, der hat ganz viel Fett dran. Der Grashüpfer mit Fett dran, der läuft rum. Der Grashüpfer mit Fett dran, der hat meinen Wagen hier penetriert. Der bumst das gerade an. Der Grashüpfer mit Fett dran,
Der hat den Wagen ein bisschen höher bestiegen. Ja, hier ist dieser Grashüpfer mit Fett dran.